Geil, Waffen haben wir auch schon. Das ist schon geil, wenn man direkt einen Server hat. Ich hätte gerne Red Dead Redemption zocken, ja. Aber ich habe irgendwie voll die Probleme, auf Server zu kommen, Bruder. Warum ist das so, ja? Ist das bei anderen auch so? Warum ist das so schlimm bei mir? Ich komme nicht mal auf Server. So, bei Red Dead ist so unerreichbar für mich, auf einen Red Dead Server zu kommen. On Stream. Also, die wollen mich alle nicht, Bruder. Selbst so eine Szene, wo ich noch nie was mit zu tun hatte, so. Ich würde Red Dead gerne öfter zocken, aber Bruder, diese Red Dead-Folge, die ich bekommen habe, die war halt offline, zum größten Teil. Und der Part, wo die Supporter so abgehoben waren, war halt on Stream. Da sieht der halt den Vergleich. Meine Alarmglocken lokalisieren eine Frau mit Regenschirm, die gefangen ist. Ja, guten Tag. Wie geht's euch? Mahlzeit. Was macht ihr? Moin. Quatschen. Quatschen. Kann man ein bisschen mitquatschen? Ja, ich denke mal. Ja, why not? Ja, klar. Wer seid ihr denn? Seid ihr Mediziner? Kann man vielleicht da einen Job antreten? Also wir suchen momentan generell händeringend Personal. So ist es nicht. Ja, das hört sich schon geil an. Schon Vorerfahrung in dem Bereich schon mal gemacht, oder? Ja, na, selbstverständlich, meine Süße. Naja, machen wir erstmal ganz gut schon, um mit Süße einmal bitte nicht. Das würde ich mir einmal... Ah ja, ja, klar, sorry. Ey, so. Baby, der BMW ist deiner, ja? Ich hab dir den ja gestern... Verpiss dich. Okay, sorry, Chef. Also, ich würde sagen, dann fahren wir zur Medizin und machen Bewerbungsgespräche. Wie läuft das? Ja, können wir gerne machen. Na dann, flotti Karotti, ihr habt mich den ganzen Tag Zeit. Steig ein, Schnuckelmäuschen. Das kannst du gern sonst übernehmen. Hörst dir gerne an und ja. Dann, ja. Ja, mach ich. Die Dame scheint ein bisschen schüchtern zu sein. Nee, ich lass mich nur nicht dumm von der Seite anquatschen. Wie bitte? Ich lass mich nur nicht dumm von der Seite anquatschen, weil ein bisschen Respekt und Anschauen sollte man auch schon gerne haben, ja? Was? Du hast dir in die Hose gemacht? Nein, aber Süße und Schnuckelchen möchte ich nicht genannt werden, bitte, ja? Wie heißen Sie denn, damit ich Sie so nenne? Ich heiße Della Fonte und ich bin auch Leitung des MDs, also dementsprechend... Was heißt, wie heißt du? Della Fonte mit Nachname. Und der Vorname? Isabella. Isabella Della Fonte. Oder was? Fonte. Also Fonte, sorry, habt ihr so verstanden? Nee. Okay, passt, Isabella. Ich gehe dann, ja? Ich habe jetzt noch einen Termin beim Mediziner. Ich würde Sie bitten, mir nicht hinten her zu gucken, ja? Hab kein Interesse. Nee, keine Sorge. Ja, wollen wir mal. Peter, kommst du mal kurz? Kann ich jetzt endlich mal hier... Nochmal kurz Abstand, bitte. Gehen wir? Mal kurz weggehen. Ich muss da eben mit meinem Kollegen bitte was besprechen. Gehen wir jetzt? Also, Zeit bitte kurz Abstand halten, ja? Zeit wird ja ein bisschen knapp, können wir schon mal los? Ja, wenn Sie mal eben kurz ein bisschen Abstand haben, ich würde mich gerne mal mit meinem Kollegen unterhalten. Immer zu, Schnuckelmäuschen. Meine Zeit ist begrenzt. Ja, dann, wenn Ihre Zeit begrenzt ist, meine Zeit ist auch begrenzt. Und entweder haben Sie die Geduld und haben das Interesse, ich würde Sie bitten, bitte den Peter in Ruhe zu lassen, damit wir in Ruhe jetzt zum Mediziner fahren können und das Bewerbungsgespräch abwickeln können. Und jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Wenn du jetzt nicht ganz genau aufpasst und jetzt immer abgehst, werden hier andere Maßnahmen eingeleitet. Und ich glaube, im Bewerbungsgespräch können wir es dementsprechend lassen, weil damit möchte ich nicht arbeiten. Was denn für Maßnahmen? Da bin ich mal gespannt. Das denke ich auch. Indem ich sag mal so die PDler rufe und fertig ist. Beziehungsweise sind auch andere Sachen. Hören Sie mal, die Dame. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin hier? Ich bin der Jerome. Das freut mich. Und ich bin der Leiter dieser Stadt und gleichzeitig auch Bürgermeister. Wenn ich will, schnipst dich und dein Job bist du los. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde Sie jetzt bitten, sich bitte von mir zu entfernen. Hör mal zu, Schnuckel. Nee, Schnuckelchen, das hat sich ausgeschnuckelt. Hör mal zu, Schnuckel. Ich gebe dir jetzt die vernünftige Chance, mit mir ins Krankenhaus bedrohen zu fahren. Lasse ich mich jetzt gar nicht weiter. Das Gespräch ist hiermit beendet und ich bitte Sie... Hör mal zu, Schnuckelmäuschen. Verstehen Sie nicht, was ich gerade gesagt habe, oder was? Schnuckelmäuschen, hör mir mal zu. Ja. Ich würde gerne das Bewerbungsgespräch im Krankenhaus weiter fortführen. Ja, ansonsten es gibt kein Bewerbungsgespräch. Haben wir ein Problem. Das Gespräch wird über mir und meinen Kollegen ablaufen, ganz einfach. Ansonsten haben wir ein Problem. Problem. Oh, verpisst euch doch mal hier, ja. Was wollt ihr hier, Junge? Ich würde Sie jetzt bitten, sich bitte von mir zu entfernen. Was, was wollt ihr? Verpisst euch doch mal. Wir wollen ein Pflaster, hä? Was für ein Pflaster? Verpisst euch. Ich würde Sie jetzt bitten, sich von uns zu entfernen und uns andere weiteren Geschäften nachzugehen. Also soll ich zu diesem Dispatch, weil ich glaube, es kann ein Dispatch reinkommen. Ja, jetzt hör mal. Amonako, Dirigit, verpisst dich, habe ich gesagt. So, Schnuckelmäuschen. Oder eine andere Sprache, hast, oder hast du gesehen, was ich für eine Macht habe, Schnuckelmäuschen? Ja. Guck, selbst die Gangs haben Angst vor mir. Wow, Alter, soll ich mir jetzt die Knie oder was? Ey, Schnuckelmäuschen. Nee, es hat sich ausgeschnuckelt. Also ich bitte Ich will, dass wir jetzt das Bewerbungsgespräch jetzt hier anfangen. Ansonsten. Es gibt hier kein Bewerbungsgespräch. Ansonsten regnet. Fertig. Ansonsten regnet was ansonsten? Ansonsten regnet es Backpfeifen. Oh Gott. Und jetzt machen wir gleich ins Hemd oder was? Ja, ansonsten regnet es Backpfeifen. Ja, dann. Es klatscht. Ja, wow. Klatscht gleich auch rein. Gleich kein Beifall. Können wir mal jetzt mal bitte zum Krankenhaus, bitte? Nein, es wird kein Gespräch geben und fertig ist. Bitte entfernen Sie sich von uns.
Ich möchte jetzt ein Bewerbungsgespräch. Es wird kein Bewerbungsgespräch stattfinden. Fertig. Also. Aber dein Kollege hat gesagt, wir machen jemanden, also will ich jetzt auch einen. Ja, ja. Bevor sie so ausfällig geworden sind. Du hältst die Fresse, ja. Nein. Halt die Fresse, du redest, wenn man es dir gestattet. Vorher hältst die Fresse und lutzt. Ja, und sie entfernen sich jetzt, besonders wird gleich an, was hier gehandelt. Ganz einfach. Das glaube ich aber eher weniger. Ja, das werden wir dann sehen, wer am längeren Hebel sitzen wird. So, entschuldigen Sie bitte. Ja. Und zwar haben wir da einen Herrn, der uns da gewaltig momentan zu nahe rückt. Nein, lassen Sie ihn, hallo, lassen Sie ihn. Uns androht, etc. Bruder, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Fanboy-Server gesehen, ne? Bruder, was ist das, Bruder? Was ist das für ein scheiß Server? Wie kacke ist das Server, Bruder? Das ist der größte Fanboy-Server, den ich jemals gesehen habe. Es sind 30 Leute plötzlich auf dem Würfelpark. Weil der Server besteht nur aus Metagaming. Hey, Jungs, geht mal weg. Wie kacke, Bruder. Walla, wie kacke, Bruder. Wie scheiße der Server ist. Walla, Billa, dieser Server ist scheiße. Ich habe noch nie. Guck mal, was ist das für ein Fanboy-Server, Bro? Plötzlich hier sind 30 Leute, ganze Gangs, Polizisten. Plötzlich am Lutschen. Was ist das? Letztens noch gelobt, Bro, dass die so ein gutes Anti-Cheat haben, oder? Größter Scheiße, was ist das? Was ist das? Können Sie mir einmal Mann, verpiss dich, du rein, Sohn. Ich nehm dich hier weg. Bruder, was ist das, Bruder? Man kann doch gar kein RP machen, Bruder. Was ist das für ein. Bruder, was ist das? Oh mein Gott, der Server ist so schlecht. Walla Billa, man sieht nicht mal Logos, Bruder. Der ganze Server ist so schlecht, ne? Bruder, was ist das, Bruder? Womit, dass du alles machen kannst. Komm, was ist das, Bruder? Ach du Scheiße. Kingsman ist beste Park. Jungs, ihr verpisst euch jetzt von hier oder ich. Ja, sag ihr, verpisst euch keiner Band, Bruder. Der halbe Server ist am Metern am Monaco. Für dich auch. Du verpisst dich jetzt von hier oder ich kümmere mich drum. Fertig. Aber ich nehme meinen Unimog. Das ist unglaublich, Wallah. Ihr müsst aber, ihr dürft auch nicht vergessen, ne? Man weiß nicht, welcher Server das ist, ne? Ich habe das Logo habe ich nicht im Stream gezeigt. Das ist da ja nochmal auch noch was Eklige. Wenn ich das Logo gezeigt habe, wären es wahrscheinlich doppelt so viele. Boah, Wallah, wie ich RP hasse, war. RP Bock gar nicht mehr, man. On Stream. Offline ist eh scheiße. Bruder, ich kann nicht mal eine vernünftige Situation führen damit wieder. Ja. Macht einen voll sauer, Mann. Und die bannen auch gar nicht. Und die kicken, Bro. Du wirst gekickt. Good job. Metagaming gehört überall. Ich kümmere mich drum, okay? Die Gang kannst du auch dir permabannen. Wen? Ja, die Gang, Bruder, die sind jetzt hier zu 6 aufgetaucht, die sind Eier gelutscht und kommen direkt. Woran soll eine Gang mit 6 Leuten plötzlich im Würfpack auftauchen? Für einen Mediziner? Ja, verstehe. Ja, die sind direkt gekommen. Ja, ich schaue das hier. Ja, diese kleinen Pappnasen da hinten auch, Bruder, das kleine, die haben sich auch wie kleine Kinder und die sind auch hier mit 4 Leuten plötzlich. Ja. Ich passe auf dich auf, gell, wenn irgendwas ist. Ich krieg dir rum. Bruder, als ich kam, waren hier nur 3 Mediziner. Wie können hier 30 Leute dann sein plötzlich? Ich auch nicht. Ja, wir wissen alle warum. Die Metern, aber. Ihr müsst denn euren ganzen Server bannen. Na, dann bannt wenigstens für einen Tag oder so. Ja. Oder für 4 Stunden, damit die jetzt immer mich nicht nerven. Ja. Wenn ihr nicht permabannen wollt, auch wenn es permabannen gehört, aber dann hättet ihr wahrscheinlich einen einzigen Spieler. Nee, Fabi. Bist du Projektleiter? Nee, Entwickler. Bruder, alles, mach einfach, gib den einfach dann, wenn die nerven, wenn ihr nicht bannen wollt. Ja, ich geb dir eine Stunde bannen, ich schau dir ja, zu. Ja, ist okay, gib dir dann 1-2 Stunden, wenigstens etwas. Ich habe da dann realisiert, dass ich nicht drauf bestehen kann. Eigentlich gehört Metagaming permabannen, aber. Yeah. Macht keiner. Mach wenigstens eine Stunde. Hier, bann den kleinen Pisser da hinten auch direkt eine Stunde weg. Yeah. Schreib Metagaming, damit die checken, warum. Ja. Soll ich auch hier bleiben? Oder bann die doch. Hallo, hier im Auto und der da hinten, die Blauen, musst du alle wegbannen. Bleibst du bei denen hier? Mach die mal weg da vor mir, alle eine Stunde. Ja, okay. Ich lass mich auf eine Stunde ein und. Bruder, gib den doch mal vor mir alle eine Stunde. Alle außer Medic. Alle eine Stunde? Bruder, warum chillen die denn hier? Die machen doch gar nichts. Die sind einfach. Die chillen auf einmal. Ja, bann die mal alle weg. Ja, gut, ich lass noch eine Stunde. Oh Mann, ey. Das ist einfach hier zu chillen. Ein bisschen entspannen. Bruder, wie kommt man sich dämlich vor? Mann, mein Gott, ey. Das macht mich. Sowas macht mich schon mad, ein bisschen. Keine Ahnung. Eigentlich sollte ich mich nicht jucken, aber. Guck mal, der macht der Band die auch nicht. Wahrscheinlich Stammspieler. Wahrscheinlich zu viel gepaid. Nicht mal eine Stunde kriegen die. Oh Mann. Guck, dass die alle ja gerade auch verpiss dich, du Sohn. Dass die alle jetzt in einem Punkt hier sind, ne, weißt du, was das bedeutet? Es muss auf jeden Fall von dem Server selber richtig fett angepriesen worden sein, dass ich auf dem Server war. Das heißt, auch der Letzte auf dem Server wusste. Ich guck mal jetzt, dass die irgendwelche Announcements gemacht haben. Da muss doch irgendwas sein. Kann nicht sein, Bruder. Ah, guck mal hier, die haben hier vor 2 Tagen gepostet. SXAK ist jetzt weg. Danke alle, die mitgemacht haben. Lieben euch, Herz. Ja, das ist also das Problem gewesen. Deswegen wusste auch jeder direkt, dass ich auf dem Server bin. Weil jeder, als sich egal, ob man das Logo gesehen hat, war direkt jeder da. Oh, Bruder. Ich habe noch nie so ein krasses Metagaming gesehen, ne? Das ist schon crazy gewesen. Guckt hier, die haben diese Announce gemacht vor 2 Tagen. Deswegen wusste auch jeder einzelne Bescheid.
Ich gebe mir so viel Mühe, dass Metagame nicht gemacht werden kann, weil teilweise die Logos werden ja komplett verdeckt und so. Weil ich immer, weil die Projektleiter jahrelang mir gesehen haben, aus Sam oder eine Community kommt immer hinterher, das Server zermodelt, oder und dann mach ich die Logos weg, oder dann machen die selber Announcen, dass ich auf dem Server und so ein Scheiß. Weißt du, also war es jahrelang eine Lüge. Die Wahrheit ist, Bruder, Samo, keiner kann RP und wenn du auf dem Server bist, wird das irgendwie auf eine Art und Weise exposed und wir müssen halt nicht 99% des Servers wahrscheinlich wegbannen und weil wir das nicht wollen und die Spieler weiterhin unsere Champagnerflaschen finanzieren müssen, können wir das nicht zulassen. Das ist anscheinend die Wahrheit gewesen. Wenn mir das von oben was kommen sollte oder so, das kann Schnuckelmäuschen, dann können wir mal jetzt weitermachen? Nein, das Gespräch ist damit beendet gewesen, weil so wie sie sich mir gegenüber verhalten haben oder irgendwie sowas, kann man sich da vielleicht lassen Sie mich bitte ausreden. Kann man sich da vielleicht entschuldigen oder so? Vielleicht kann man sich da entschuldigen und auf den Nenner kommen. Geht das? Na, entschuldigen kann man sich immer. Wenn sie wirklich ernsthaft Interesse da haben, hier zu arbeiten. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Baby. Dann bitte ich auch. Und damit hat sich schon wieder gelegt. Danke sehr. Nein, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich möchte nicht irgendwie als Baby oder Süße oder Schnuckelchen oder irgendwas anderes bezeichnet werden. Okay, sorry. Es tut mir leid. Der wie ist denn die Fotze? Wie war es nochmal? Della Fonte, immer noch. Della Fotze? Ja. Und damit hat sich's. Wie denn nochmal bitte? Ich hab's nicht gehört, akustisch. Della Fonte. Ich hab kein Z oder irgendwas anderes. Della Fonte. Ja, Fonte mit T. Ach so, mit T. T, wie Tango. F-O-T. Also F-O-T. Fonte. F-O-N-T-E. Ah, Fonte. Verstehe. Okay, Della Fonte. Richtig. Können wir dann bitte das Bewerbungsgespräch machen? Es tut mir auch aufrichtig leid. Und es wird nicht wieder vorkommen. Weil wir sind hier keine irgendwelche Bad Fraktion oder irgendwie sowas, sondern. Nein, ich würde gerne Menschen helfen. Und wenn, dann sollte man auch mit Gewissenhaft und hier nicht irgendwie komisches Gambo-Verhalten an den Tag legen oder so. Was ist denn Gambo-Verhalten? Indem man hier einfach Blödsinn, sag mal so, macht und sich hier querstellt und einfach ein blödes Ding davon zieht. Was ist denn Gambo-Verhalten? Verpiss dich. Warum soll ich mich verpissen? Bruder, band die doch auch mal weg, die zwei Geburten. Meine Güte, Bruder, ihr habt einen Job. Eine Stunde, macht nix, eine Stunde. Ihr habt einen Job. Was ist mit euch? Seid ihr hängen geblieben? Oh mein Gott, Bruder, der Server, ihr fickt doch gerade euren Server, Mann. Wie schlecht. Nicht mal eine Stunde wollen sie bannen, Bruder. Nicht mal dieses Angebot nehmen sie an. Pass uns hinterher. Achso, wir fahren hinterher. Komm mit. Die Dame, kann ich dann bitte das Gespräch mit fortführen? Geht das? Nee, wir haben einen. Von den Türen sind abgefallen. Ja, wollen wir mal. Ja, wo fahrt ihr hin? Wir fahren zum Anwesen der Kingsman, da wohne ich ja momentan noch. Ist kein Wunder, warum ich früher mal ausgerastet bin, das macht schon sauer. Ich weiß schon, Bro, aber Digga, das Bitcoiner, Bruder. Ist keiner, nein. Yo, Baby, dann wollen wir mal. Ich meine der McLaren. Let's go, Baby. Warum sind Sie jetzt mit eingestiegen? Ich habe eine Einladung bekommen. Ja. Der ist bei uns eingestiegen. Wird der nicht einsteigen? Nein, der sollte nicht bei uns einsteigen, nein. Baby, das wird jetzt eine magische Nacht. Was, wer sind diese Vollidioten? Wer sind diese blauen Idioten? Sind das Leute von dir, Medic? Nein. So, ich gebe dir die Möglichkeit, mein Grundstück sofort zu verlassen. Ich? Du hast exakt 10 Sekunden, dieses Grundstück zu verlassen. Oh mein Gott, Bruder, die wurden nicht gebannt, Bruder. Die haben die nicht gebannt. Oh mein Gott, wie schlecht. Nein, ich bestehe da drauf. Ihr bannt die jetzt alle drei weg. Das waren die im Würfelpark. Ihr habt die nicht gebannt. Ich will, dass ihr die alle drei wegbannt. Die haben alle gemietet im Würfelpark. Ansonsten f*** ich den Server, Bruder. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich will, dass ihr die drei jetzt wegbannt. Dieses Stream-Server war im Würfelpark. Ihr habt mir gesagt, ihr bannt die weg. Eine Stunde. Ey, Bruder, wie schlecht seid ihr? Ihr f***t euren Serverruf gerade. Walla Billa, ihr f***t euch gerade. Wie dumm seid ihr bitte? Lasst euch mal von den Medics untersuchen. Machen wir es auf unsere Art und Weise. Ja, mein Sohn. Ja, das war's für dich. Holt die b*** hoch. Ich bin schlecht gelaunt. Behalt euch. Jo, hallo? Hol sie auch. Und mach den scheiß Stream aus, du Peach. Hol sie hoch. Holen, oder sollen wir die liegen lassen? Hol sie hoch. Soll ich dann auch die anderen hochholen oder nicht? Nein, die holst du nicht hoch. Danach steigen wir alle zu viert in ein Auto ein und fahren wir dahin, wo ich jetzt sage. Komm mit, steig ins Auto ein. Soll ich fahren oder fährst du in den... Du fährst, die Frau kommt mit. Du kommst mit, sonst knall ich die Rübe nochmal weg. Hinterher. Ach, komm einfach mit. So, und du lässt mich jetzt wieder runter. Steig ein, sonst stirbst du. Sterben, wir können uns gleich ganz andere Sachen mal so haben. Steig ein, sonst... Du, ihr beide steigt schon mal ein. Steig ein, sonst stirbst du. Steig ein, sonst stirbst du. Ganz bestimmt... Nein, du weißt gar nicht. Ach, komm mit. Okay, Jungs, also ich bin hier. Was mit dem anderen? Kommt er mit? Komm mit. Ah. Oder war es eine Unfähige? Ja gut, jetzt bringt das ja nichts mehr, die ist weg. Oh, kommt hin, Die ist weg, Mann, die ist off. Die hat Regeln gebrochen, wie jeder andere hier. Regelbruch wie? Sollten wir... Die anderen jetzt trotzdem noch hoch oder auch? Wen? Den schwarzen? Ja, hol den schwarzen Peach mal hoch. Ja, okay. Ja, auch weg. Okay, das gibt... Nice. Wird sich drum gekümmert, alles gut. Der zweite kommt bald weiter. Hol den hier hoch. Den sie hier? Ja, Quatsch. Den linken. Boah, geiles Anwesen.
Okay, dann doch, du kleine Bitch. Mediziner, kannst du fesseln? Ja, ich kann gucken, aber ich glaube nicht. Fessel denn? Nee, können wir nicht. Kannst du selber fesseln, der Blaue? Ja, der kann selber fesseln, alle. Okay, dann hol den anderen hoch, dann fesseln die sich gegenseitig. Keine Fax, sonst baller ich dich im Po. Okay, fessel deinen Kollegen. Soll ich den Weißen oder erst? Warte mal, der Linke, guck mich mal beide an. Okay, red mal der andere, der gefesselt wird gerade, red du mal. Ja, hallo. Was ist denn der Stimme? Soll ich den jetzt im Weiß auch hochrennen? Was soll ich mit diesen Lappen? Okay, du, ich ziehst dich nackt aus, der Rechte. Was hast du für Sachen? Ich hab nicht viel. Okay, gib dem Mediziner alles. Mhm. 16. Ich würde sagen, wir warten tatsächlich in diesem Anwesen, bis die anderen wieder mal aufwachen. Ah, hier ist ja auch noch ein Versager. Hier, hol den auch hoch. Ich mache euch, der gibt mir noch alles an Sachen. Und der Nackte fesselt jetzt auch den anderen, der jetzt hochgeholt wird. Aber der ist glaube ich, chillig. Ist mir scheißegal, der wird auch jetzt gefesselt. Fessel ihn direkt, sobald der um ist. Oh, Mann. Aber eigentlich will ich den Sir gar nicht beleidigen. Ich meine, ich darf hier drauf zocken, aber Bruder, was bleibt mir für eine Wahl bei so viel Scheiße? Wirst du direkt erstmal gefesselt. Darum, du Geburt. Du wirst gefesselt. Okay, wie fesseln wir jetzt den Dritten? Ich weiß nicht. Also wenn du Job hast, du brauchst halt, ich glaube, wenn du irgendeinen Job hast, ja, dann kannst du nicht machen. Okay, dann kenne ich nur eine Lösung. Okay, ihr seid die Securities für mein neues Anwesen, würde ich mal sagen. Gefesselt. Die Mediziner sind meine leiblichen Mediziner. Kommt mit rein in meine neue, warte mal, ist kurz alles. Bruder, ich hab noch nichts getan. Ja, chill, Bro. Was ist das Security, Mann? Was für Sicherheit sorgen? Einer da. Aber ich kann nicht für Sicherheit sorgen, wenn ich gefesselt bin. Ja, passt schon, dein Körper reicht schon. Wenn irgendwas passiert, wird es abgeknallt. Warte mal, jetzt hier zu. Wenn irgendjemand kommt, schreit dir einmal. Ja, ich schreit. Ich sag euch das Codewort. Das Codewort heißt Daddy Master kommt zu Hilfe. Okay? Aber in so einem Ton bitte. Okay. Okay, meine Leibwächter kommt mit, Mediziner. Ich höre ja schon den ersten Feind. Da kommt ein Auto. Können die laufen? Autos da. Können die laufen? Nein, die können nicht laufen, wenn die fesseln. Hilfe, da kommt einer. Ich habe euren Sprichwort nicht gehört, Jungs. Daddy Master, wo war denn das Daddy Master? Ah, ich glaube, der Kollege hat sich dazu entschieden zu fliehen. Ey, da ist ein. Also keiner von denen. Hol dir mal und bring beide die Leichen zum Eingang mit, ja? Ja, okay, AB mach ich. Der andere Mediziner, komm her. Du gehst nach hier, ja, und dann. Aber nicht zu weit, so ungefähr beim Auto. Wenn du irgendwas siehst, schreist du Daddy Master, hilf mir, okay? Ich mach ein Auto, ich hab Auto. Okay, mach. Man kann nur von da unten hochkommen, richtig? Ja, also man kann nur hochkommen. Die Mauern sind zu hoch. Hört ihr mich noch? Außer man kann drüber klettern. Ich weiß, ob man geht nicht, die Mauern sind zu hoch. Okay. Hol jetzt den Nackten hoch. Und danach holst du den anderen hoch und der Nackte fesselt den anderen. Hast du verstanden, was ich meine? Der Nackte hat ja nichts. Ja, ich hab schon. Und Jungs, wie gefällt euch euer neuer Job als Security? Sehr gut. Das freut mich doch. Das Anwesen ist schon krass, muss schon zugeben. Also kann man hier wirklich nicht drüber klettern irgendwo? Ey, Jungs, gibt's einen Hinterhauseingang? Kann man hinten irgendwo rein? Man kommt von rechts. Wo rechts? Ja, ich hier? Kann es nicht zeigen. Ja, da vorne. Ja, das ist nicht schlimm. Okay, hol den anderen hoch. Der Schwarze ist wieder wach. Da ist einer wieder wach. Ja, okay, hol jetzt den Blauen hoch. Jetzt Blauen oder den Schwarzen? Den Blauen. Und der andere, du fesselst ihn sofort bitte, ja? Kannst du mich bitte im festen Stuhl? Richtig. Bitte geschrieben. Mann, der Peach Met hat, Bruder. Der Met hat seinen Vater bestimmt da, Monakoim. Wo ist denn der Hintereingang? Der muss mal zeigen. Okay, fessel den sofort. Ich hab den hoch. Wo ist der Hintereingang? Sag mir den, beschreib mir den genau. Wo ist er denn? Ja, da rechts. Hier gibt's keinen Hintereingang. Da gibt's diese eine Mauer und dann dieser Pool. Da kann man über die Mauer. Da kann man doch gar nicht drüber, oder bin ich blöd? Okay, hol den Schwarzen noch und fessel den direkt. Den Schwarzen, ja, okay, mach ich. Bist du der mit Dingen? Lamborghini. Achso. Okay. Davor, das passiert wie bei Didi, Bruder. Okay, du bist. Das Didi. Du hältst Wache für hier, ja? Okay. Wenn irgendwas sagt, ist, schreist du Daddy Master, komm zu Hilfe, okay? Hol ihn wieder hoch. Okay, mach ich. Na, du kleine Scherenze, wa? Mediziner, da hinten, wenn du hier die Brücke gerade gehst und links drüber springst, einfach geradeaus gehst, irgendwann ist da der Leichnam von ihm. Okay, bring mir den her. Auch hochholen und dann bring den aber erst her, nicht da hochholen, ja? Achso, soll ich den Schwarzen auch holen? Noch nicht, hol mir erstmal den anderen. Aber wenn du abhaust, ich sehe dich, gib's Kopfschuss, ja? Nein, Abi, mach ich nicht. Was geh ab. Über die Brücke, einfach links drüber und dann einfach geradeaus, irgendwann an der rechten Seite am Busch, irgendwo ist die Leiche von dem Pisser. Achso, ja, okay, ich guck. Das soll jetzt sein Hausboden. So, dreh dich um, die kann man fesseln. Kannst du als Sag's mir, wie du es machst. Ich, dafür brauchst du... Sag mir, wie man es macht, du Peach!
Es geht ohne den Job nicht. Sag mir, wie man's macht, du Sohn. Ja, wie soll ich's dir sagen? Sag's doch. Man braucht ehrlich dafür so einen Job. Mann, sag doch einfach, du Vollidiot. Mit dem sechsten Finger. Oder wer schießt denn hier, Bruder? Was ist das für ein lächerlicher... Ja, das sind eben nicht nur drei Leute. Junge, er schießt genau, wenn ich da stehe und nichts mache. Was ein Zufall. Was seid ihr für verf***te Stream-Sniper? Meta-Fanboys, ja? Wallah, Monagam, der Server kannst du in den Arsch f***en, Monagam. Jeder Metern. Bruder, was ein Zufall. Der schießt genau, wenn ich da AFK stehe, ja? Was ein Witz ist das? Bin ich mit 500 Euro gepellt und nicht mal schusssicher. Nein, nein, das so viel kostet der Kram nicht. Was ist deine Mission, Bro? Wenn doch. Wenn doch, du Peach. Bro, was ist das, Bruder, ja? Was ist das hier für eine Kacke? Hol den so wieder hoch. Soll ich das alles kann der mich fesseln, bitte, Bruder? Nein, eine Pizza ist im Berge. Guck, jetzt schießt der ganze Zeit nicht, wie komisch, ne? Weil ich gerade Aufmerksamkeit habe. Aber wenn ich da kurz 10 Sekunden stehe, schießt euer Kollege. Woran könnte das wohl liegen? Der ist da nicht mehr. Ja, genau. Ich hab hochgeholt. Ey, wir sehen das, der ist da nicht mehr. Mit AirTag, ich seh das. Wie, ihr seht das? Wie seht ihr das denn? Ja, mit AirTag. Also wir haben AirTag, Bro. Wir haben AirTag. Dann sag mir mal, wo der ist. Jetzt ist er nicht mehr auf Berg. Der ist nicht mehr auf Berg. Ja, wo ist der? Junge, wie alt bist du? Was? Wie alt bist du? Im Kopf? Nee, in deinem Arsch. Okay, du guckst hier auf dem Auto und dann sagst du, Daddy Master, er ist hier. Sobald er kommt, ja? Okay, El Patron. Daddy Master, bitte hilf mir. Es ist dann. Soll ich ihn jetzt auch hochholen? Ja. War kurz her. Darf ich kurz offen mit dir reden? Hast du eben auf mich geschossen? Ich du hast ja eben auf mich geschossen. Dann gibt's ja, auch kein offenes. Ja. Dann gibt's auch kein offenes Gespräch. Okay, dann nicht. Der ist jetzt gleich da oben. Zack, lebt wieder. Junge, was ist deine Mission, Bruder? Ey, bitte. Bruder, ist der Daddy? Bleib doch einfach stehen, Digga, was oder, ist mit dir? Oder wieder hoch. Ich glaube, ihr kriegt Anschiss gerade von Daddy im Hintergrund, habe ich gehört. Ja, Digga, er soll doch einfach mitmachen, hä? Boah, das ist immer ganz Frack gescheppert. Warte. Sorry, Mr. Daddy. Hat er nichts gemacht, jetzt hatte ich dich sowieso. Master Daddy. Okay, du bleibst jetzt. Ey, ich weiß, wo der Typ ist, wo er auf den Berg schießt. Wo denn? Also schau, siehst du da vorne diesen Baum, wo so eine gefühlt keine Blätter hat. Welche? Oh, da war er. Wo? Bruder, da hinten rechts. Schau rechts und dann musst du da hochlaufen. Da ist er. Nicht da, Bro, nicht da. Wo? Da, ja. Da. Schau mal, von meiner Seite rechts. Von meiner Seite rechts aus. So? Und jetzt musst du schauen, da vorne beim Baum hinter dem Berg. Also da habe ich ihn gesehen. Irrelevant, guck mal, hör zu. Du bleibst hier. Wenn irgendwas ist, schreist du Daddy Master Hilfe. Okay? Was? Du schreist, Daddy Master, hilf mir. Guck, du sagst, Daddy Master, hilf mir und der andere sagt es dann weiter, ja? Guck, du guckst links Eingang und Berge, ja? Wenn irgendwas ist... Ey, wie war Türkei-Urlaub? Junge, hör zu. Spaß, ja. Du hörst hier links und geradeaus, ja? Wenn irgendwas ist, schreist du, Daddy Master, hilf mir. Dann hörst du das, ja? Ihr müsst schreien, dann hörst du das, ja, ne? Jojo, ich schrei sowieso. Also ja, und wenn du das schreist, dann hört ihr das, ja? Ja. Wenn er schreit, schrei mal da hinten, der Junge, im Auto. Ja. Guck, ihr hört den, ne? Yeah. Wenn er schreit, Daddy Master, hilf mir, schreit der es auch. Auto. Ja, chill. So, und wenn ihr es hört, Daddy Master, wo ist er da hinten? Ah, da ist ja noch einer. Okay, dann schreist du auch Daddy Master, ja? Was, da wollte ich aufpassen. Wenn du Daddy Master, hilf mir hörst, dann schreist du es auch weiter, ja? Ja. Nein, du gehst nicht powernappen. Was soll ich nochmal sagen? Daddy Master, hilf mir. Okay, und wenn du bist hier, und wenn du das hörst, sagst du auch Daddy Master, hilf mir, okay? So, jetzt haben wir die Daddy Master Kette zu Ende geführt. Und jetzt holen wir den anderen Mediziner. Ey, andere Mediziner, ich hab deinen Namen vergessen, komm mal auch Pool unten. Du sollst Treppe runter und dann in den Pool kommen. So am Pool. Und der Daddy Master gönnt sich jetzt ein bisschen. Wie machen wir das am besten? Was muss ich machen? Was los? Was los? Ist irgendwas? Daddy Master. Was? Junge, hier war einer. Wo? Der mit seinem Auto da unten irgendwo ist er gefahren. Wo? Oh, Samo. Samo. Was ist das denn? Discapunkti, dieser CMF Samo. Ey, warum klippt er mir? Wann denn mal weg von mir? Ja, er moddet. Bruder, es wäre schon gut, wenn ihr eine Whitelist reinmachen würdet, bitte. Mach mal eine Whitelist rein direkt. Ey, mein Auto. Jungs, macht direkt eine Whitelist rein. Euer Anti-Cheat. Ah, ja, der Projekt hat doch letztens so eine große Fresse, dass euer Anti-Cheat so krass ist. Anscheinend doch aus dem Flohmarkt. Komm mal.
Ja, hey, was ist los? Medizinische Warnung, nimm ich mal bitte, ja. Warum ist der jetzt weg? Der liegt da vorne vorm Eingang. Okay, siehst du den? Gib mir Medikit oder so ein Schwert oder Warnung, nimm ich danach. Gehen wir mal um den. Weil die Daddy Master Kette ist leider kaputt, weil alle Combat loggen. Ich glaube, der eine, der hier vorne war, der muss. Ey, Sixen. Okay, das bringt nichts, die Daddy Master Kette. Ihr bringt leider nichts, alle Combat loggen. Oha, Alter, was eine Rolle. Ah ja, der ist jetzt auch, ja, der ist auch wieder. Ey, könnt ich mit dir reden? Dann machen wir die beide hier. Oder seid, bitte, aber nur wir, nur wir. Seid, Master, bitte. Du chillst. Nee, okay. Du bist im Eingang. Daddy Master, hilf mir, heißt es, ja? Ey, Daddy Master, hilf mir. Nee, ich hab keinen. Ey, die helfen mir. Der Junge labert mir zu viel, den töte mir mal lieber. Das war nicht ich, ne? Das war der, ne? Ey, das war... Okay, dann schmeiß mal in die Ecke hinten. Wir bauen hier keine zwei Leute. Der ist eh nutzlos. Ah, der ist auch gekombat. Der nächste. Das auch, ja. Ist das die Combat, seid ihr die Combat Gang? Wie heißt ihr eigentlich? Heißt ihr Combat Gang? Die Combat Fam? So, meine Leibwächter. Ihr anderen, ihr schreit, Daddy Master, bitte hilft mir, ja? Ich gehe mir kurz. Wuhu! Mein neuer Swimmingpool! Jungs, wie findet ihr meinen Swimmingpool? Geil, oder? Jungs, wie findet ihr den Swimmingpool? Ist geil? Nicht geil? Jungs? Ja? Wie findet ihr den Swimmingpool, habe ich gefragt. Ah, wir haben es gehört, super. Geil, ne, geil. Mein neuer Swimmingpool habe ich mir selbst anfertigen lassen. Aber ja? Der kostet bestimmt mehrere Bitcoins. Ne, ja, kostet gar nichts. Also das meinst du? Ja, ja, irgendwelche Versager haben wahrscheinlich schon 500 Bitcoins bezahlt. Gehe ich mal stark von aus. Ah, bin gelangweilt von der Scheiße. Und, gibt's Neuigkeiten, Penis? Gibt's Neuigkeiten? Wer will anscheinend nicht. Jo, du kriegst einen neuen Job. Ein Kollege hat sich verabschiedet. Du kriegst jetzt auch einen Stammplatz bei der Tür. Der die war... Daddy Master, bitte hilf mir, ist dein Sprichwort, wenn irgendwas sein sollte. Ey, hallo. Ja, was ist denn los? Kann ich bitte, ja, zu dem mit dem Zopf, Bruder, das ist mein Kollege, auf Ernst. Ich ja. Mach nichts, ich beschütze dich. Was willst du denn beschützen? Ja, dich. Gehörst du doch zu der Gang? Nein. Nicht? Ich seh doch nicht mal aus wie die. Okay, du bist mein Leibwächter, ja? Ja. Hast du eine Pistole? Ich hab eine Uzi. Okay. Mach keine Faxen. Okay, du bist mein Leibwächter und die Mediziner kümmern sich um die medizinische Versorgung. Ich bewach dich. Okay, wir gehen jetzt Pool schwimmen. Ja, ich schwimme und du... Ja. Was machen wir mit dem Penis? Ey, du schreist Daddy Master. Wenn du merkst, dass der Daddy Master bitte hilf mir nicht schreit und sich widersetzt, tötest du ihn, ja? Okay. Das sind strikte Regeln hier im Daddy-Haus. Strikte Regeln. Die Regeln müssen befolgt werden, weißt du? Das ja. Daddy Imperium wird jetzt gegründet. Das gibt's Popo-Versöhnung, wenn das nicht passiert. Natürlich. Und wenn der frech wird, kippst du den auch direkt aus, ja? Das ist auch einer der Sklaven. So, mein Lieber, es wird Zeit für eine zweite Poolparty. Mediziner, hast du ja auch eine Session verdient. Du musst natürlich aufpassen. Mediziner, ausziehen und mitkommen. Wuhu! Der Daddy Pool. Daddy Pool. Der schnucklige Daddy Pool. Was? Irgendeiner hat Zopf gesagt. Wer hat da gesagt, ey, Zopf? Ich glaube, Geisel. Also wer war das? Irgendeiner mit Unterhose. Der mit Unterhose da? Ich glaube schon, der hat irgendwas mit Zopf gesagt. Ey, red mal. Du vor mir, red, sonst stirbst du. Fang an zu reden, sonst töte ich dich. Was? Sag mal, ey, Zopf. Ey, Zopf. Erledige ihn. Wer jetzt? Mein Leibwächter soll ihn erledigen. Wen? Den mit der Unterhose hinten. Der war frech. Mach kurz den Prozess. Ja, sauber, Tiger. Dafür habe ich dich eingestellt. Oh, sorry. Ja, soll nicht wieder vorkommen. Mediziner, behandle ihn und stell ihn an die Treppe hinten. Ich denke, ich gehe mir eine Runde im Whirlpool. Scheiße, meine Whirlpool ist zu. Was ist das denn für ein Scheiß? Dafür habe ich aber nicht so hart gearbeitet. Boah, diese Hut ist aber schon krass, findet ihr nicht? Man kann hier einfach nicht drüber klettern, das ist voll egal. Also, über die Berge. Also, ich sag ehrlich, ich finde, diese Hut ist die beste Hut von allen, die ich jemals gesehen habe. Guck mal, hast du direkt einen Ausblick geführt zu Würfelpark. Also, das ist schon eine geilste Hut, die ich jemals gesehen habe, findet ihr nicht? Vom Standort her ist es echt das Geilste. Also, ich würde direkt ohne zu zögern diese Hut hier nehmen. Hey, aber kümmer dich. Auto. Auto, kümmer dich drum. Wo ist der? Hä? Was ist das denn? Tschüss. Kümmer dich drum. Kümmer mich. Ich leiste dir Hilfe. Wer unterbricht meine Party? Wo ist der? Wer unterbricht die Daddy Party? Wer die Diddy Party hier? Daddy Party? Keine Diddy Party. Ich glaube, du hast da was missverstanden. Okay, wir ziehen uns zurück und gehen weiter zum Pool. Ja, Poolparty. Die können ja eh nur von dieser Seite kommen. Der von der Tür, was? Da war doch einer. Oh Gott, auch abgehauen. Denn nix. Boah, was ist das? Das ist Walla, die Combat Gang. Okay, Mann, du bist der Letzte. Der Rest deiner Kollegen sind schlafen gegangen. Was sagst du dazu? Ja. Keine Ahnung. Sind das Muschis? Ja oder nein? Kann gut sein, ich bin einfach nur jemand. Ich will eine Antwort. Sind das Muschis oder nicht? Dann ja. Meine Gang sind Muschis. Meine Familie sind Muschis. El Patron hat mir gestern den Schwanz gelutscht. El Patron hat 2 Zentimeter. Ja, okay. Ja, okay. Das ist gut. Das gefällt dir, deinen Daddy zu beleidigen, oder? Ohne, dass du Schiss dir sage? Ja. Das ist gut.
Okay, was machen wir. Soll ich in einen Cocktail bringen? Ich will. Ja, nee. Lass uns das jetzt so machen. Du gehst hier Eingang. Daddy Master, bitte mit dem großen, dicken Schwanz, hilf mir. Abgeschlossen! Abgeschlossen! Kannst du aufmachen? Ich muss abschließen in Fesseln. Wer hat abgeschlossen? Ich kann nicht aufmachen. Wer hat abgeschlossen? Ich kann nicht aufmachen. Du hast abgeschlossen. Ich hab nicht abgeschlossen. Du hast abgeschlossen. Ich hab mich abgeschlossen. Aufschließen. Ja, ich bin gefesselt. Wie soll ich aufschließen? Wer hat denn hier abgeschlossen, Junge? Willst du mich verarschen? Boah, ich bin Medic, ich kann nicht machen. Egal, ist nicht schlimm, dann bleibt einfach drinnen. Für mich ist es offen. Ich finde einen Weg, ich komme aus dem Raum. Nicht schlimm, wir bleiben einfach drinnen. Bei mir geht's ja. Ich kann aber auch raus. Bei mir ist die Tür auch noch offen. Okay, komm rein. Daddy Master mit dem großen Hilf mir heißt es, ja? Wenn es Probleme gibt. Wollen wir gehen wieder chillen hinten. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, wie gesagt, das ist echt eine krasse Haut. Wenn ihr nicht? Ey, wo ist denn die Tür? Hier. Das ist so eine Schiebetür. Was so. Brauchen Sie? Schutzwesten? Schutzwesten natürlich, nehme ich gerne an. Wie heißt die überhaupt? Ich? Ja. Fabi. Fabi. Das hört sich ziemlich beschissen an. Wir überlegen uns einen neuen Namen für dich. Okay, was mein neuer Name? Du heißt jetzt Jeffrey, okay? Okay, ich bin Jeffrey. Sehr gut. Ein Medic, der läuft irgendwo hin, weil ich sehe seinen... Wohin läuft der? Also erst noch auf unserem Anwesen, aber jetzt ist er weg. Wo ist er weg? Sein AirTag ist weg, also er ist nicht mehr hier. Was heißt das? Also, ich glaube, der ist weggeflogen, also sein AirTag, keine Ahnung, wo sein AirTag ist. Warum ist denn hier ein Auto über die Ding geflogen? Wie hat das gemacht? Ja, keine Ahnung, sein AirTag, also er sollte jetzt hier vorne auf der Straße sein, laut seinem AirTag. Was ist denn AirTag zum heiliger Jizz? Oh nein. Daddy Master, geht's ihm gut? Alles gut, Mann, alles gut. Alles gut, alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Was haben wir denn da hinten? Ein feindliches Auto. Wo? Hier. Ist da jemand drinne? Zeig's ihm, Tiger. Hä? Ja? Medizinische Hilfe anscheinend ist auch mit dabei. Da ist anscheinend keiner. Schießen wir die Reifen kaputt, nur selber. Okay, das reicht schon, das reicht. Zurück in die Festung. Ja, die West hat gar nichts gebracht. Was ein Scheiß. Ich glaube, du musst sie mit den F2-Muskeln. Ne, bei mir ist weg. Habe ich schon gemacht eben. Lass mal gucken, was da... Gibt's irgendwelche verdächtigen Aktivitäten? Guck, der Medic ist nein, da. Hier nichts. Ich hab geschaut, alles... Ich meinte den Kollegen hier. Gibt's irgendwelche verdächtigen Aktivitäten, du Versager? Daddy Master, gefällt das nicht, wenn du nicht antwortest? Was? Gibt's irgendwelche verdächtigen Aktivitäten? Nee, hier ist nichts. Da kommt jemand! Wer ist das? Wer ist das? Er schießt ihn! Er ist doch nicht tot! Alle drauf! Alle drauf! Schieß! Okay, ich glaube, er ist tot. Daddy Master, einer muss mich durch die Tür tragen. Alles gut. Bring die Leiche. Wo ist die Leiche? Ist sie hier? Hol ihn hoch. Und du fesselst ihn direkt, der Jeffrey. Ja, mach ich. Hier vor der Tür. Hendo, du Stück Kacker. Was machst du hier? Wer bist du? Ich? Ja. Ja, ich, hier Kingsman ist hier, Bruder, das sind meine Kollegen. Das sind deine Kollegen? Okay, dann wirst du gefesselt. Ja. Kümmer dich um die Fesselung bitte einmal. Ich kann dich mal durch die Tür tragen, AB Boss, bitte. Ja, alles gut, wir brauchen dich eh hier draußen. Das ist besser, wenn du drinnen eingesperrt bist wie ein Sklave. Boah, der 50.000 Boss. 50.000, nimm alles, was er hat. Mach ich. Dann können wir die nächste Daddy-Party finanzieren. Und jeder von uns hat Shepard, alle sind schlafwegen, ich bin einzeln. Ey, du hältst die Fresse, ja? Du hältst die Fresse, du Pisser. Ohne Daddy Masters Erlaubnis redest du nicht, okay? Der hat doch Joints. Du Schwanz. Hast du mich gehört? Ja. Du kleiner Penis. Wirst durchsucht als Strafe. Alles. Wie gesagt, gar nichts ein. Das waren wohl die falschen Knöpfe. Durchsuche ihn und nehme alles Wichtige ab hier. Penis. Hab ich. Oberkörperfrei meine ich. Achso. Nehme alles Wichtige ab. Und wie geht's? Wo ist halt nicht mit den anderen? Ah, der ist eh unnütz. Wo sind denn eure Leute? Kommt denn auch jemand? Oder wie sieht das aus? Es gibt keinen mehr, alle schlafen gegangen. Ja, alle schlafen gegangen? Ja, was seid ihr für Muschis? Ja, ich bin nämlich noch hier. Achso. Ja, du bist wohl der Einzige. Ja. Was ist dein OG? Beantworte mir das. Eine Muschi. Sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort. Hinterm Balkon ist mir AirTag angezeigt. Sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort. AirTag wird mir angezeigt. AirTag soll in deinen Arsch. Daddy Master ist in seiner Haut, oder was sagt ihr? Ja, was ist los? Gibt's Probleme? Die vor der Tür, die haben gesagt, du wirst noch bereuen. Der Arme Weißen hat gesagt, du wirst noch bereuen. Ach, ist das so? Ist das so? Bring ihn her. Ey, wer war das? Wir stationieren jetzt ein Exempel. Oder wie scheiße heißt. Wir exekutieren ihn. Komm, bring ihn her. Okay, ich hol ihn. Jeffrey, ein Auto kommt, schnell. Zum Eingang. Auto vor die Tür. Ja, ja. Jeffrey, zum Eingang, schnell. Komme. Los, Jeffrey. Jeffrey, schnell. Schneller. Das ist ein Motorrad. Jeffrey, bring mir. Nein, das gefesselt er nicht. Ich kann mal kurz den hier machen. Scheiße auf den Lappen.
Oh, scheiße, das war wohl der falsche Kollege. Hä? Von wo? Nein, das ist ein Modder. Das ist Modder. Revive mal. Die können mich doch gar nicht treffen, ich war hinter der Wand. Soll das gehen? Wie haben dich bitte zum Teufel getroffen? Das würde ich mal gerne wissen. Was versinkt deine Mutter, Sync, wenn sie mir eine bläst? Jeffrey, ich hoffe, du leistest gute Arbeit. Ist das? Da kann man nicht. Was macht der denn hier? Bruder, wie sind sie überhaupt hier reingekommen? Hä, was ist das denn? Bruder, warum teleportiert er sich die ganze Zeit? Bruder, was ist das? Bruder, die teleportieren sich die ganze Zeit. Was ist das, Amonacoin? Was ist das für eine Scheiße? Bruder, wie sind die überhaupt hier reingekommen? Das frage ich mich jetzt. Jetzt ernsthaft. Wie sind die überhaupt reingekommen? Wie kacke der ist, Bruder. Gegen Samuel Jackson Custin, der seit 2 Jahren kein Training gemacht hat. Das ist so peinlich. Aber wie sind die überhaupt reingekommen, Bruder? Die morden. Die morden? Echt? Ja, ja. Bruder, die rennen durch diese Tür. Ich glaube auch so, dass sie den Server voll viele Gamba-Leute morden. Wahrscheinlich. Projektleiter lässt mich mal auch zu, wegen Spieler, ne? Ja, Bruder. Guck mal, dass sie wissen, dass wir hier sind, ne? Bruder, ist er nicht eben gestorben? Oh, das ist aber peinlich. Gegen Samuel Jamal zu kassieren. Der 2 Jahre, wie gesagt, nicht trainiert hat. Junge, wie sind die überhaupt hier reingekommen? Jetzt mal ernst. Ah, Mediziner tot. Die sind aus dem Nichts reingekommen. Man kann auch hier gar nicht rein ohne Auto. Bin ich blöd. Warum ist doch hier von vorne? Das geht doch gar nicht. Ach so. Können die jetzt da drüber? Nein, die können ja gar nicht drüber, ne? Ach so. Ach so. Scheiß auf die Lappen. Kann man in die Hut rein? Kann man sagen, ey Bruder, das kann gar nicht sein. Wie sind die in die Hut reingekommen ohne Auto? Die müssen sich schon drüber gemoddet haben. Die sind vom Berg gekommen. Man kann auch über den Berg nicht drüber steigen, Junge. Doch, doch, kann man. Da gibt's eine versteckte Ecke. Ja, super. Sag mir mal, jetzt erst. Sagt ihr mir jetzt erst? Bruder, warum leben die überhaupt wieder? Der war ja tot, Bruder! Ihr läuft die Leute einfach um oder Koim, ja? Was seid ihr für Hurensohn, ja? Oh mein Gott, die Morden, die reviven sich selber, die können einfach nicht verlieren, Bruder. Was für Opfer. Ich will, dass ihr die alle bannt. Mobber-Action. Was willst du auch von uns erwarten? Der Abora. Ich bin ein Mobber, holt mich hier raus. Labert der mir da irgendwas vom Berg, der Peach. Ah, Sir, ruf ich sehr am Arsch. Mir schnuppe. Junge, revive mich mal, ihr Versager. Was macht ihr, Junge? Ah, scheiße, auf dem Server ist sowas eh kacke, Bruder. Hat sich schon fürchterlich. Alle haben gemoddet, gehackt. Das Server ist so scheiße. Nein, komm, das passt schon, warte. Oder wie schlecht. Was für passt, Mann? Ihr habt euch alle ganz in Revive. Guck mal. Oh mein, mach mal dein Adjuti weg. Das sind Supporter gewesen, die das gemacht haben. Was ein Opfer. Was waren einfach Supporter, die gemacht haben? Was für Opfer. Allah, wie peinlich. Ja, Samu, ganz ehrlich, du brauchst ein bisschen Action, ne? Deswegen. Bruder, ihr habt euch alle reingemoddet. Was hat das mit Action zu tun? Nein, was für ein Modden. Hier ist gar kein Modder. Hier sind nur Teamer. Warum war denn plötzlich. Bruder, was seid ihr für scheiß Admins dann? Ich bin die ganze Zeit hier. War doch cool, oder? Junge, ihr macht der RP-Situation komplett kaputt. So, okay, das RP war zwar beschissen, weil alle Combat-Logger und so gemacht haben. Ja, aber, ganz aber ehrlich, die haben sich alle oben beschwert. Ne? Die haben so gar keine Lust drauf gehabt, ne, was du da gemacht hast. Ich hab denen gesagt, ja, ist halt. Saune und so spielt einfach mit und so, aber die, ich sag dir so, wie es ist. Ey, ich zieh gleich deinen Strampelanzug an und dich quer in den Arsch. Eben im Würfelpack hat euer halbes Server gemetert. Ihr habt keinen gebannt, ihr Witzfiguren. Ihr habt keinen gebannt für Combat Logging, für Metagaming. Nix habt ihr gebannt. Ihr gebt einen F*** auf euer Regelwerk. Nein, euer Regelwerk ist nichts wert. Warte mal, ganz kurz. Was für rumschießen, du so, im Würfelpack war doch nix. Was laberst du? Im Würfelpack hat doch jeder gemetert, du Peach. Wo war er? Ihr habt gekickt, Lan? Ihr habt nicht mal eine Stunde gebannt? Geil, was habt ihr gemacht? Egal, aber Samu, hör mir mal bitte zu, Samu. Was? Der Server soll in dich rein. Lappen. Wer bist du überhaupt? Bist du der Projektleiter? Inhaber. Bist du der von letztens, mit dem ich die Helikopter war? Ja, ja, das bin ich. Boah, aber du bist der Tom, du bist, ich dachte, du wärst korrekt, aber du bist ja auch Tom Witzfigur, ja? Ja, wieso? Hey, ich bin voll korrekt, du hast keine Ahnung. Bro, die haben alle gemetert, alle haben Combat-Lock gemacht. Wie nein? Ja, hier waren die ganze Zeit Admins drüber. Im Würfelpark hat... Die letzte... Ja, Würfelpack weiß ich jetzt nicht. Lala, nicht Monaco, ich war im Würfelpack, da waren 3 Mediziner. Als ich da war, 5 Sekunden später waren da plötzlich 30 Leute. Oh, ja, wenn da kann ich nichts für, da wussten wir noch nicht, dass du... Die ganze Gang, die hier war, die war im Würfelpack eben. Ihr habt die nicht gebannt. Die ganzen Gang, die hier war, die war eben im Würfelpack zu viert. Das war dieser Pisser, der links ist von mir. Du hast mir gesagt, du bannst die, warum hast du nicht gebannt? Hab ich die gebannt. Wie, du hast die gebannt?
Warum waren denn alle hier in der Hut von denen? Zeig mir, komm, Support, ich will sehen. Zeig mir die Bands. Dass komm, ich Support. Ich für eine Stunde? Okay. Zeig mir die, im Support die Bands. Also ich guck gleich nach. Ich will jetzt alle Bands sehen, okay? Alle Bands abgepackt will ich sehen. Mach mal Bildschirmübertragung und zeig mal. Das sind alle Warns. Wer ist Leon? Wer ist Leon? Ich. Ja, aber wer bist du? Wo ist denn der Projektleiter? Wer war, ist denn. Ist hier auch Tanzwinter. Also, okay. So, dann zeig mal her. Ich weiß jetzt nicht, welche Unter das war. Welche Unter war? Stream ist pausiert. Stream ist pausiert. Warum ist er pausiert? Welche Unter war das? Wo geht's jetzt? Geh mal runter. 19:33 Uhr. Geh runter. Wir gehen mal jetzt das alle. Das ist nicht von heute. Weh. Das ist nicht von heute. Okay, scroll mal hoch. Ich guck mal jetzt alle. Bruder, dein Stream wird ganze Pause. Hast du diese Beta Twitch oder Discord oder wie die Scheiße heißt? Nein, was ist das? Ich kann nichts gucken. Das ist die ganze Zeit pausiert. Oder gib mir. Genau so. Oder gib mir einfach Textrechte kurz, ich guck das kurz selber nach. Ja, was kann ich machen? Was soll passieren, Mann? Ihr sitzt auf dem Stream, wenn ich irgendwas mache, könnt ihr direkt wegnehmen. Ja, alles gut. Muss ich dafür reloggen? Nee, oder? Nein, draußen. Ah, ich weiß, warum das passiert, weil er die Anwendung minimiert. Der minimiert die Anwendung, deswegen pausiert der Stream. Ich checke. Jetzt ist er auch ein Spiel offline gegangen, wo ist der? Ja, kack auf den. Kannst du mir Textrechte geben? Dann mach ich mal /Text, dann guck ich selber immer nach. Boah, seit wann bist du da? Ich bin seit. Warte, lass mich nicht lügen, ich habe keine Ahnung. Seit. 19:40 Uhr. Seitdem du hier rübergefahren bist. Also seitdem du hier am Anwesen bist, weiß ich davon. Also hast du gesehen, ganz einfach, wie die gekommen sind alle und so? Mehrmals? Ja, die haben sich auch hier beschwert und so, dass das, ja. Beschwert wofür? Dass sie selber ganz gekommen sind, als ganze Gang? Ja, aber du bist halt einfach draufgefahren, das zählt als Stürmen, ja, du darfst nicht einfach so drauf und eine ganze Frack scheppern, das ist Gambo-Verhalten. Man darf ja auch nicht Metagaming, ne, und Metagaming gibt ja auch normalerweise Permaban, da habt ihr auch nur gekickt und maximal eine Stunde gegeben. Ja, also da... Also erwartest du von mir, dass ich Regeln befolge, wenn ihr für Metagaming nicht mal eine Strafe gibt? Also erwartest du von mir, dass ich irgendwie noch... Samu, ganz ehrlich, ich erwarte von dir nichts, aber weil du jetzt da ein bisschen einfach Action gemacht hast, habe ich dich einfach machen lassen. Das ist ja nicht mein Problem. Wobei, doch, das ist mein Problem. Warum? Geht doch ganz normal rein, Bro. Ihr kommt da mit Ding, ihr revivet euch ganz in unseren Scheiß. Warte mal. Ihr hättet doch einfach normal reingehen können. Warum seid ihr denn... Ihr habt euch auch noch eine ganze Zeit revived und so. Aber scheiß mal drauf. Ich will jetzt erstmal die Bands sehen. Wo sieht man die überhaupt? Guck, als du kamst, waren 39 Leute da, weißt du? Wo sehe ich die Bands? Dashboard und dann History. Wo ist denn? Ach, da meint ihr. Achso. Okay, 23. Ich kann jetzt gar nicht sehen, was für Bands sind, aber. Wann hat's angefangen? Ich glaube, das war 19 Uhr. Ja, hier Meta. Hat der, warte mal, wir haben jetzt, hier fängt's, 19:33 Uhr ungefähr war es, ja, genau. Meta, Fanboy, nicht in Streamtime und Metern. Warum ist das hier durchsichtig? Was heißt das? Was heißt das, wenn es durchsichtig ist? Das heißt doch, dass es revoked wurde, oder nicht? Ja, wurde revoked. Ja, also. Du hast Metagaming angeblich und hast du direkt revoked. Also, wo hast du die gebannt? Du hast gesagt, eine Stunde. Ich habe die alle eine Stunde weggebannt, wo du gesagt hast, am Würfelpark. Die, wo dir ab dem Zeitpunkt, wo du es zu mir gesagt hast, wo die hinterhergerannt sind, habe ich die alle eine Stunde weggebannt. Eine Stunde? Eine Stunde, hast du zu mir gesagt, habe ich gemacht. Wen hast du dir eine Stunde gegeben? Joachim? KM Finn, KM Joachim, X Luca. Genau, Luca war das aber kleine die, Kind. Aber, die Stunde ist noch gar nicht um. Als ich in Support kam, war vor 10 Minuten. Da war 50 Minuten erst um. Also, wo ist das jetzt eine Stunde? Guck mal, ich habe ihm 19 Minuten. Warte mal. Also 50 Minuten könnte maximal gewesen sein, das geht ja. Warte mal kurz. Okay, dann hätte ich aber eine Frage. Warte mal, beruhig dich mal. Dann erklär mir mal, wie kann der Arthur um 8 Uhr sterben vom Suizid, wenn du dem um 38 oder so einen Bann gegeben hast, 20 Minuten vorher. Der wurde revoked bei Connor. Du hast mir doch eben gesagt, dass du eine Stunde gewartet hast bis zum Revoke. Der wurde ja anscheinend nach 20 Minuten schon revoked. Beruhig dich doch mal. Ich guck mal jetzt direkt nach, wann er wieder gejoint ist. Arthur, guck mal. Aber hier, Arthur war sogar in der Situation mit dabei. Ich hab ihn sogar gekillt. Er ist sogar hier gestürmt wieder. Hier, Riffle bei Samo. 51. Er war sogar in der Situation wieder dabei. Genau wie ich eben gesagt habe. Er war sogar noch früher. Guck mal hier, joint um 48. 48,50. Scheiße. Er hat nicht mal 10 Minuten Bann gehabt. Ich vermute sogar, dass er gar keinen Bann gehabt hat, ne? Ich glaube, der hatte einen Bann und dann war er. Du hast ihn instant revoked, Alter. Nein, ich hab nichts revoked. Ah, guck mal hier, Arthur um 42. Jetzt ist es schon 5 Minuten geworden. 5 Minuten. Guck mal, chill doch mal, Alter, was ist das denn hier? Du sagst mir eine Stunde, 5 Minuten später war der hier. Guck mal, der ist um 42 disconnected. Ja, was kann ich dafür, wenn irgendein Corner den revoked? Ah, hier. Ich hab den um 40 nach gekillt. Und der Bann war 43. Da wurde er nicht mal gebannt. Da hab ich schon Warns bekommen. Von wem wurde der revoked? Von Connor. Musst du draufgehen, dann kannst du sehen. Die wurden alle von Connor revoked.
Oh fuck, das ist ja wohl nicht mal eine Stunde gebannt, Bruder. Die waren 2 Minuten gebannt, die waren gar nicht gebannt, die waren ins Embannt, Bruder. Metagaming, was ist denn da los? Ich habe euch sogar gesagt, Bruder, bannt wenigstens 1 Stunde, damit sie einfach jetzt in diesem Moment nicht im Metern. Keiner wusste, dass ich auf dem Server bin, ne? Das ist eure Verantwortung. Weil ihr eine fette Announce reingeballert habt, dass ich auf dem Server war oder so ein Scheiß. Deswegen wusste auch der halbe auf dem Server, jeder einzelne wusste auf dem Server, dass ich drauf bin, deswegen. Aber ja, ich check schon, man kann hier drauf gucken, ne? Bann. History. Die 8 oder 3, Rework bei Connor. Das juckt, tut ja nichts zur Sache. Die haben keine Stunde bekommen. Ja. Yeah. Das juckt ja nicht, ob der dann links hat oder nicht. Er wurde gebannt von dir 1933. Der wurde 1940 gebannt, entbannt. 7 Minuten hat er Bann bekommen. Nach 7 Minuten, er war wahrscheinlich im Subway und instant im Band. Nicht mal diese 1 Stunde habt ihr durchgezogen. 1 Stunde für Metagaming. Und dann erzählst du mir da was von Stürmen. Die Leute, mit denen ich da die Situation hatte, waren alles Leute, die halt nicht gebannt hätten. Es wäre gar nicht zu dieser Stürmungsaktion gekommen, wenn ihr euren Job gemacht hättet. Also wenn ihr Job gemacht hättet, dann wäre ja Permaband. Aber Bruder, was ist denn mit euch? Ja, ich sage sogar extra, macht 1 Stunde. Nicht mal das macht ihr. Und dann sucht ihr den Fehler bei mir oder was? Und dann sagst du mir, kommst du mir da Projektletter und sagst, die Leute beschweren sich. Oh Gott, Bruder, der wurde instant sogar revoked. Guck mal, aber Leon entbannt den. Der bannt den, Bruder. Und er revoked das einfach innerhalb von wenigen Sekunden. Guck mal, 38 wurde er gebannt. Und der wurde, die Zahl kann man nicht mal bemessen. Also das ist unter einer Minute gewesen, dass das revoked wurde. Herr Projektleiter, was sagst du dazu? Ich meine, du kannst mir die Rechte wegnehmen. Was sagst du dazu? Also, erstmal immer noch Inhaber und kein Projektleiter. Ja, wenn die so viel Scheiße bauen und Metagaming betreiben, nicht mal gebannt werden und dann in dieser Hut überhaupt diese Stürmung, alles, was hier passiert ist, ist nur zu Schaden kommen, weil deine Leute den Leuten, die Metagaming betreiben, nicht mal 1 Stunde geben. Guck mal. Die wurden gebannt, ja, danach wurden die entbannt, weil die sich im Support gemeldet haben, da hat man darüber geredet, man hat gesagt, ihr sollt nicht da hingehen und so weiter, haben gesagt, okay, und dann seid ihr irgendwie trotzdem über den Weg gelaufen, da, sag ich mal so, ist jetzt passiert, aber was ist denn dran so schlimm? Ich meine, du hast die wieder schlafen geschickt, ne? Du hast sie umgebracht. Ja, was ist woran schlimm? Ja, was ist denn dran jetzt so schlimm, dass die wieder revoked wurden? Ich meine, ein paar hast du ja gar nicht mal wieder gesehen, außer den einen, den du vielleicht mit der Advance da umgebracht hast. Aber die Metern doch, also ist doch der größte RP-Buch. Ja, aber... Also die Stream-Snipen. Guck mal. Willst du keinen RP-Server machen oder willst du lieber so ein... Warum machst du denn einen RP-Server auf, wenn das dich am Arsch vorbeigeht, ob die Leute metern? Also ich denke auch, dass hier auf dem Server voll viel cheaten und so weiter. Das juckt dich alles irgendwie gar nicht. Nein. Doch, hier sind der Server vollgepumpt mit Cheatern, ja, mit Combat-Logger, ja, mit Metagaming-Leuten. Doch, hier, muss sein. Nein. Juck? Nein. Muss doch so sein. Bro, Meta juckt dich nicht. Du tust ja als Meta. Meta ist doch der größte RP-Buch. Nur weil die das jetzt bei dir kurz gemacht haben. Bro, du bist Ding. Streamer. Natürlich stream-snipen die. Ja, was denkst du denn? Ich meine, du kommst hier auf den Server, bist live mit 200 Leuten. Die schauen dir zu. Und danach erwartest du, dass du nicht gestream-sniped wirst. Guck mal, wir haben hier Besseres zu tun als Teamler. Als teilweise Babysitter zu spielen. Ja, jetzt nichts gegen dich, aber du kannst nicht erwarten, dass gefühlt ganz Server-Team über dich rumfliegt und danach dich beschützt wie Bodyguards oder so. Aber ist das so gewesen? Ist das so gewesen? Natürlich war es so. Der Orange ist doch im Würfel, hat mir doch den Schwanz gelutscht, war permanent immer an meinen Eiern am Kleben. Hat mir gerade Westen in den Arsch geschoben. Guck mal, mein Inventar, vollgepuppt mit Medikit-Schutzwesten. Deine Babysitter war mit ganz an Eiern. Ja, eine sagst du, du weißt es doch. Anscheinend wurde ich ja doch ganz gebabysittet. Warum? Aber das passt ja anscheinend nicht. Das passt ja anscheinend nicht, weil jetzt die ganzen Leute gebannt werden müssten wegen Metagaming. Das passt ja jetzt nicht. Jetzt plötzlich bist du irgendwie mad, weil ich jetzt heute plötzlich Sachen. Junge, die helfen. Alle haben auch noch gepawnt. Combat, ne, es gab nur ein einziger, der geblieben ist. Und der ist auch weg gewesen am Ende. Guck mal, du widersprichst dir gerade. Oh Gott, was für Widersprechen, du kleiner Versager. Hast eben gesagt, was ist daran schlimm, wenn wir die Leute direkt entbannen, obwohl sie gemietet haben? Hörst du ja nicht selber zu? Was für Widersprechen, Junge? Wo machst du überhaupt RP so auf? Bruder. Das sind Stammspieler, die sind meistens immer da, wo du nicht da bist. Ja. Guck mal, du erwartest hier gutes RP. Es ist kein RP-Server. Mit 200 Leuten. Oder was für gute RP-Server, Lando. Junge, was laberst du denn? Mach doch mal deinen Stream aus, komm morgen nochmal. Und da wirst du mal sehen, was für RP hier gemacht wird. Ja. Aber du, weiß ich nicht. Oder willst du mich verarschen? Oder ich werde gleich sauer. Bro, ich hab die Server verdeckt. Ich bin auf den Würfelbar gekommen. Ich hab ganz normal RP gespielt. Der ganze Server ist gekommen. Soll ich dir zeigen oder was? Soll ich dir zeigen? Willst du sehen? Willst du sehen, ob... Ich war live, aber das Logo hat man doch nicht. Warum wussten die Leute, dass ich auf Server bin? Ja, machst du Projektleiter, ihr Anot? Thomas, auf dem Server. So muss mir weg. Hört. Da kann ich doch nichts dafür, wenn der ganze Server dann alle am Metern sind. Ja, guck mal hier. Was ist Post zu sein? Dann bin ich nicht. Guck mal, SXAK ist jetzt weg.
Danke alle, die mitgemacht haben. Lieben euch Herz. Und an alle Modder, Aboro City 1-0 Modder. Ja, haben wir eben gesehen, wie die Autos rumgeflogen sind. Ja, nur der eine. Soll ich dir mal Bandlogs zeigen? Weißt du, wie viele gebannt wurden? Wie weißt du, wie viele gekickt wurden? Wir brauchen darüber gar nicht zu reden, wie viele gebannt wurden. Ja, also. Ja, also haben wir eben gesehen mit Metagaming. Ihr habt gar nichts gebannt. Guck mal, einerseits sollen wir dich beschützen und beobachten, andererseits willst du das... Ihr sollt mich nicht beschützen, ihr sollt Metagaming bannen, wenigstens diese eine Stunde könnt ihr nochmal durchsetzen, damit ich da wenigstens mit dieser vor diesem RP machen konnte, konnte ich ja nicht. Ja, weil du einfach auf Anwesen gestürmt bist. Ja, warum denn? Seid ihr dumm? Ich muss doch mit der Frau weg! Ich hatte keine Wahl, weil ihr alle da rumgefanboyt habt! Ich hatte keine Wahl, ich musste mitfahren, dann war ich im Anwesen, weil ihr alle gefanboyt gestreamt habt im Würfelpark und ihr habt dafür nicht gesorgt, dass sie gebannt werden. Die Frau ist dann mit dieser Fraktion weggefahren. Die waren ja zusammen. Dazu wärst du gar nicht gekommen, wenn ihr diese Leute gebannt hättet oder bestraft hättet. Wenigstens eine Stunde, damit ich die RP sitze. Komm, lass uns die Leute angucken, ob ich RP gemacht habe. Ich war auf das Server gekommen. Es wurden keine Logos gezeigt. Wir haben ganz vernünftig, ich wollte mich bei einem Mediziner bewerben. Ich habe mit der Frau ganz vernünftig 5 Minuten lang geredet und bam, plötzlich kamen da 10, 20, 30 Leute und haben komplett reingeschissen. Und der Support hat sich hingeschissen bekommen, Leute einfach wegzubannen. Für eine Stunde. Ich weiß, ihr wollt nicht permabannen. Guck mal, eigentlich sollte man, die Diskussion macht sowieso keinen Sinn, weil Metagaming sollte generell überall perma gemacht werden, Instants und so. Deswegen macht die Diskussion eigentlich vorne rein keinen Sinn. Die Diskussion ist ja unlogisch. Aber ihr könnt ja wenigstens diese eine Stunde machen, Mann. Eine Stunde. Aber guck mal, ich weiß, gerade 17 Leute ich weiß, drauf, es ne? Noch, es, ich weiß, diese 17 Leute sind Stammspieler von uns. Ja, ich hab's gereilt. Ich hab gereilt. Aber guck als mal, du kamst, hör mal 39 Leute drauf und da haben die alle nur Scheiße gemacht. Hör mal zu, ich hab gecheckt, ihr habt Stammspieler. Ihr wollt die Stammspieler nicht bannen. Egal, ob sie den Server in Arsch Metagaming, dies, das und so. Ist eure Sache, ist eure Entscheidung. Ist okay, aber ihr könnt doch wenigstens, das weiß ich ja auch, ne? Wenn man hier die Leute nach Regelbrüchen geben würde, müsste man alle wahrscheinlich bannen. 99,9%. Mich wahrscheinlich auch, aber meine Regelbrüche kommen eigentlich meistens nur zustande, weil ich nichts Gutes geboten bekomme. Das ist nochmal der Unterschied. Aber ich weiß, dass ihr 99,9% des Servers bannen müsstet. Und das ist mir bewusst gewesen, dass ihr das nicht machen werdet, weil ihr sonst keine Spiele habt. Der Server wäre dann tot, dann wären nur noch Supporter. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass eine Stunde machen. Wenigstens eine Stunde, damit ich eine Stunde lang mit der Frau, ich wollte ja nicht einfach nur die Situation mit der Frau fortführen. Bis es zu Gang kam, Stürmung, das alles ist ja nur zustande gekommen, weil ihr das nicht durchgesetzt habt, diese eine Stunde. Oder wenigstens 30 Minuten, aber ihr habt 2 Minuten gemacht, Amunakoim. Das Kürzeste, was geht, gebannt, der ist instant Support gewesen. Ah, Bruder, ich werde nicht mehr Metagaming machen, es tut mir leid, ist das... Erbannt. Wahrscheinlich ist es bei jedem so gewesen. Das ist die minimalste Zeit. Sagen wir hätten den gebannt, ja? Der wäre gebannt gewesen. Denkst du, dass dann nicht nochmal 10 Leute gekommen wären? Ja, hättet ihr auch gebannt, eine Stunde. Ja, und danach sollen wir ganzen Server bannen, das macht da hätte, damit ich... Ja, Bruder, das wäre voll taktisch schlau gewesen. Ich hätte mit der Frau einen Roleplay da gemacht. Ich hätte mich beim Mediziner beworben, hätte das ein bisschen so gezeigt. Ihr hättet ein Video gehabt, wie dann sowas gezeigt wird und so. Wollt ihr lieber einen Server haben? Wollt ihr ein Video haben, was so wie gerade ist? Oder wollt ihr ein Video haben, wo ich mit einer Medizinerin einfach RP mache und die vielleicht ein bisschen getriggert wird, so ein bisschen lustig und so? Schau mal, von mir aus, also mir ist das egal, was du für ein Video machst, ja? Ja, dann bist du aber dumm. Wie bist du dumm? Ja, dann bist du dumm, Bruder. Du denkst gar nicht langfristig, so, das ist ja voll dumm. Warum denkst du nicht einfach daran, dass du einfach, der Server muss doch ein, du hast doch einen Ruf zu verteidigen. Schau mal. Aber Bruder, du hast schon recht, ich meine, im Endeffekt, letzten Stream hast du ja auch, also es gab ja im letzten Video, besonders als Stream, haben wir auch zusammen mit Helikopter den ganzen Server ausgerottet, ne? Stimmt schon. Ja, das auch nur wieso, wir sind... die ein, zwei Stream-Sniper mit dem Heli umbringen gegangen, die dann beim Anwesen waren oder bei ihrem Frackgebiet, was auch immer. Die haben wir hingelegt. Danach haben wir, oder hast du gesagt, ja, kommt auf Server-Einreise und so. Und da haben wir die ganzen Stream-Sniper umgebracht, die draufgekommen sind. Das hat nichts mit... Scheiß drauf, das ist gerade alles irrelevant. Weißt du, was mich einfach an der Sache triggert? Guck mal, mir ist das im Endeffekt egal, wie das am Ende ja alles abgelaufen ist und so weiter. Ich könnte jetzt offline gehen. Eigentlich hätte man doch irgendwie nächstes Mal weitermachen können. Das, was mich getriggert hat, ist, dass du hier reinstürmst, deine Adiuti benutzt, eure Revive-Konzept benutzt und dass du darstellst, als wäre ich hier der Schuldige, als hätte ich hier jeden Arsch als hätte ich die ganze Regel gebrochen, als hätte ich die ganze Zeit alles schikaniert, die sind alle im Support heulen rum, ich bin der Schuldige und ich habe den Fehler gemacht, obwohl ich nicht die Fehler gemacht habe. Das Nein, ist das, was mich nervt. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du hast recht, wir haben da ein bisschen Scheiße gemacht, aber guck mal, wir als Server sind vielleicht täglich mit 30 Spielern unterwegs und wir haben noch nie einen Streamer gehabt, so wie dich. Wir waren noch nie in so einer Situation oder in so einer Lage,
wie jetzt gerade zum Beispiel. Deswegen, lass uns, tut mir leid, dass wir als Team oder einige Teamer falsch reagiert haben und direkt entbannt haben. Wir werden das, wenn sowas sein sollte, nicht nochmal machen, so wie wir es jetzt gemacht haben und werden die Leute dann gebannt lassen oder auch gar nicht auf den Server draufkommen lassen. Ja, das tut mir leid. Ist halt passiert, wir haben daraus gelernt. Das nächste Mal machen wir es besser und... Ja. Ja, alles gut, scheiß drauf, lass uns einfach vergessen, wir müssen das jetzt noch länger in die Länge ziehen. Wie ihr wollt, also ich verlasse jetzt den Server, ich weiß nicht, ob der mich nachträglich bannt, kann sein, wird es wahrscheinlich passieren, weil ich immer nachträglich hinterhältig gebannt werde. Nein, wir bannen dich nicht, verspreche ich dir. Was ich dir halt anbieten kann, lass uns einfach hier Ende schütteln, lass uns einfach das... sagen, das war einfach ein bisschen alles scheiße gelaufen und so. Vielleicht bist du noch, das hat mich ein bisschen, viele Sachen haben mich halt getriggert, weißt du, dass ich so dargestellt wurde, als wäre ich, guck dir mal bitte, wenn du Zeit hast, Video, die auch bitte von Anfang an. Ob es wirklich so war, dass ich auf den Server gekommen bin und jetzt ehrlich scheiße, aber ob ich da wirklich RP versucht habe und einfach nicht konnte, weil ich einfach zu Tode gemetert wurde und es wurde dagegen nichts gemacht. So, ich habe euch ja sogar eine Option geboten mit der einen Stunde, Bro. Ich weiß, ihr habt Stammspieler, ihr müsst irgendwie, euch ist wahrscheinlich auch klar, dass einfach gefühlt eigentlich gar keine RP kann, wenn man das so siehst von den kompletten RPC, ne? Die meisten Metern und so weiter, Bevorzugung, Streamer werden bevorzugt, das komplette Paket, RP ist halt nicht generell, alles, die ganze Szene ist gewollt und nicht gekonnt, sagen wir es mal so. Und das verstehe ich, das. Ich kann es nachvollziehen, dass ihr die nicht bannen wollt. Dann biete ich sogar extra euch die Option, wenn ich auf Kampf wäre, würde ich sagen, komm, bat die Perma, das habe ich eigentlich gemacht, also diese eine Stunde wenigstens, damit ich das so mit der Frau so machen kann, aber scheiß drauf. Guck mal, das mit dem Babysitten hat auch gar keinen Sinn ergeben, Bro, du... Der Orangene war ja bei mir und der sollte ja halt nicht, die Leute. Er hat ja auch das gemacht, was er machen sollte. Das macht ja keinen Sinn, dass du sagst, die sollten. Er war ja bei mir. Er hat sich ja darum gekümmert. Er hat alles richtig gemacht. Er hat ausgeführt, eine Stunde. Aber der Revoke, Bruder, dann bringt das halt nichts. Bruder, da musst du dich drum kümmern. Also, du brauchst dich jetzt nicht. Bro, stell dich dumm. Wir sind ja keine Neandertaler. Du hast doch ein bisschen Gehirn. Du siehst doch die Skins. Du bist doch im Stream. Du siehst doch die Leute. Du siehst doch die Namestags. Du siehst doch, dass der Leon wieder rumläuft, der Arthur. Du brauchst dich ja nicht dumm zu stellen. Du weißt das doch, dass das revoked wurde. Du hast dagegen nichts gesagt. Du brauchst ja jetzt nicht so zu tun und so, weißt du? Und dass du den anderen jetzt... Du bist genauso Mittäter, weil du das so gewusst hast. Oder willst du mal sagen, du hast keine Namestags angehabt, ganze Zeit im unsichtbaren Modus? Natürlich hast du das gesehen. Ja. Yeah. Egal, scheiße, lass uns das einfach vergessen, Bro. Ich bin euch nicht böse und so. Ihr seid einsichtig. Ich bin auch nix Dings so und so. Ich will den Server auch, das Server auch nicht gefühlt werden und so. Ich würde auch gerne, wenn ich spielen darf, in Zukunft wieder spielen. Ich mache ein bisschen Pause, so ein paar Tage, damit ein bisschen Gras über die Sachen gewachsen ist. Vorausgesetzt, ihr bannt mich nicht, dann komme ich, mache mir einen neuen Skin von mir. Ich mache vielleicht noch Stimmverzerrer und dann versuchen wir es einfach nochmal. Also wenn ich darf. Ja. Wenn ihr mich hinterher den bannen wollt, dann bannt mich, was soll ich machen? Nein. Back, dazu jetzt auch noch eine Sache. Bist du Moslem? Ja, Elhamdulillah. Sag Wallah, du bannst mich nicht? Nein, Wallah, Billah mache ich nicht. Okay. Wieso denn? Die ganze Situation macht doch gar keinen Sinn. Wir haben von Anfang an Scheiße gemacht, Team hat Scheiße gemacht, Spieler haben Kacke gemacht. Wir lösen die Situation auf, würde ich sagen. So wie man das in jeder RP-Situation macht. Welche und, Situation? Ja, sage ich jetzt mal Situation. Egal, scheiße, Bruder, du brauchst gar nicht jetzt so noch drüber so... Nein, noch eine letzte Sache. Guck mal, ich bin der Letzte, der nachtragen ist, vor allem den Leuten, die einsichtig sind. Für mich ist das gegessen, ich hab das schon vergessen. Nein, aber guck mal, wir oder auch ich bin nicht so wie die anderen PLs oder Projekte, die du kennst. Ich bin ganz anders. Uns gibt es schon seit 2 Jahren. Ich bin hier ganz allein. Ich ziehe das auch alleine durch. Ich habe seit 2 Jahren? Mal, ja, seit 2 Jahren. Und das Ding ist, immer habe ich das Team neu aufgebaut. Ich habe immer dazugelernt. Und auch Thema Skript, Anti-Cheat. Guck mal, zum Beispiel, ich habe 2 Anti-Cheats, hol bald nochmal das dritte. Also Modden ist No-Go, also hat keiner eine Chance. Okay, vielleicht Sonderfälle, so wie das mit dem Autospawn. Aber allein, wo ich ganz kurz ein bisschen über dir war, habe ich schon gesehen, wurde gebannt wegen Freecam, wurde gebannt wegen No-Clip, die ganze Zeit, das war full. Also da ist schon ein bisschen was anderes, im Gegensatz zu den anderen. Ja, alles gut, sag, alles gut. Das, was ich hier gemacht habe, so als Team-Server auch noch weitermachen werde und durchziehen werde, ist besonders, sage ich jetzt mal. Weil, keine Ahnung, die meisten Server, die sagen, ja komm, wir machen das jetzt und so, ziehen das aber nicht durch. Ich habe ein bisschen Ahnung vom Team jetzt. Aber Thomas, gut, scheiß drauf, Bro. Du musst dich nicht dingsen, rechtfertigen. Ich wollte das nur kurz sagen. Alles gut, Wallah, ihr seid, ich habe euch eben... Ich bin lauter geworden, Bruder, ich bin aggressiver geworden, ihr seid immer noch korrekt geblieben und so, alles cool, ich bin euch null
ich habe das vergessen, so. Vielleicht war ich, falls es vielleicht anders rüberkam, als es sein sollte, ich war halt nur über die Situation, dass ich verantwortlich gemacht habe, war ein bisschen mad, so. Aber falls es ein bisschen zu stark rüberkam, dann tut es mir auch leid, aber lass uns das vergessen, so. Seid mir nicht böse und so, mich hat's nur Dings. Ich bin ja jetzt auch nicht, dass ich so gesagt habe, ey, auf Krampf, wann jetzt alle Stammspieler weg und so. Ich habe euch sogar eine Option geboten, so auf Korrekt, weißt du? Bei anderen Server, ihr kennt mich. Ich sage, Metagame muss permagebannt werden. So, ihr wisst, wie krampfhaft ich bin bei so missgeboten Server, so, wo die so richtig. Hier habe ich ja so eine Ausnahme gemacht, weil wir letztes Mal wohl mit dem Helikopter halt ein bisschen Spaß hatten, du korrekt mir schienst und so, weißt du? Ja, das war geil. Das mit dem Heli, das habe ich auch nur gemacht, weil ich ganz kurz in deinem Stream war, habe gesehen, ja, du hast ein bisschen so schlechte Laune gehabt, habe dann gesagt, ja komm, ich mache das. Da brauchst du dich auch nicht zurechtfertigen. Wie gesagt, guck mal, bei mir ist das ist gleich wie bei einem Anwalt. Bei mir ist das so, wenn du mit dem kommst, dann egal was du, also die ganzen Sachen, die ganzen Taten, guck mal, es gibt viele Sachen, die du nehmen kannst, viele Taten, die haben zwei Seiten, weißt du? Und du kannst, als Anwalt ist das auch zum Beispiel, du stellst, wenn du, je nachdem, welche Richtung du bist, entweder du bist der Verteidiger oder du bist derjenige, der angreift, weißt du? Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, nutzt du die Seite von dieser Tatsache. Checkst du, was ich meine? Entweder du nimmst die andere Seite oder die rechte. Und weil du bei mir quasi Ding warst und ich war in der Angreiferposition, habe ich diese Helikopter-Sache, nehme ich dann auch die schlechten Sachen, die andere Seite, checkst du, was ich meine? Hat auch gute Sachen. Content, dies, das und so, mit Community, ich habe ja meine Community, so, checkst du, was ich meine? Deswegen, die Diskussion, das ist halt die Sache bei einer Diskussion, ne? Das ist wie vor Gericht. Ein Anwalt macht ja auch, der macht ja Sachen, du hast ja nicht immer Recht, obwohl du halt nicht Recht haben solltest. Recht, wie nennt man das? Wenn man Recht haben, ist nicht das gleiche wie Recht bekommen, glaube ich. Checkst du, was ich meine? Ja, ich kenne das. Das ist das Prinzip, checkst du? Und deswegen, es ist egal, was du gemacht hast, Bro. Es hat beide Seiten, so. Und wenn du natürlich mich anpisst und ich bin in der Angreiferposition, nehme ich natürlich immer die schlechte Seite. Die natürlich auch, die stimmt natürlich auch. Aber es gibt auch eine andere Seite, die man auch erwähnen könnte. Aber die erwähnt ja auch einen Anwalt nicht. Oder erwähnt ja nicht, wenn, keine Ahnung, wenn er die Spermaspuren gefunden hat, erwähnt er das ja nicht. Der erwähnt ja nur, das, was dem Mandanten hilft. Und die schlechten, die anderen Sachen erwähnt man ja nicht. Checkst du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das gecheckt hat, aber worauf ich hinaus will. Doch, ich hab schon verstanden. Lass uns das einfach vergessen und wir machen nächstes Mal einfach besser. So. Ey, ja? Hallo? Bleibst du noch? Nein, ich hau ab, es ist 21 Uhr, ich geh noch auf einen anderen Server. Ich versuche es, also wenn ich einen finde. Alles cool. Dann lass uns einfach in Frieden auseinandergehen und was heißt auseinandergehen? Nächstes Mal machen wir einfach geil so und so weiter. Mhm. Ihr müsst halt. Weißt du was? Ich bin dich am besten nochmal weg, damit du nicht nochmal da spawnst. Aufwachst. Ja, oder auf jeden Fall. Ja, soll ich dich zu einer Garage bringen? Ja, das Ding ist, was ich auch bedenken muss, ich bin auch wegen Combat-Log und so auch gar nicht. Guck mal, normalerweise ist meine Art ganz anders. Ich würde für jeden Regelbruch dick auf Krampf drauf bestehen, so, weil ich die Server ballern will, weil sie es nicht anders verdienen. Habe ich ja aber auch nicht gemacht, weißt du? Ich habe ja auch nicht drauf krampfhaft bestanden, dass der Combat bestraft wird und so. Deswegen, ihr müsst das verstehen, dass, wenn ihr mich kennt und meine anderen Videos geguckt habt, dann müsst ihr checken, dass ich hier gerade komplett korrekter bin, als wie bei anderen Servern. Ja, ich weiß. Normalerweise, wenn was Unrechtes geschieht und dir das Team dann das auch nicht einsieht, trittst du voll drauf. Aber ich habe schon gemerkt, dass das ein bisschen auch anders aussehen kann bei dir. Aber ich finde das toll, wirklich. Du behandelst jeden so, wie er behandelt werden soll. Ja, genau, das meine ich. Ich behandle die Leute so, wie sie es verdienen. Und wenn er mir vor meiner Fußwurst steht, dann wird er. Das ist ja bei mir auch genau das Ding. Guck mal, in Real Life sagt jeder zu mir, oder ich habe ein paar Videos von dir geguckt und ich check das gar nicht. Also ich bin von der Art schon 1:1 identisch so. Aber ich bin im Internet 100 Mal unsympathischer als in Real Life. Weißt du, das haben voll viele Leute bei mir bemerkt. Die denken, ey, wie kann das sein, dass du da so rumschreit? Ich bin in Real Life eigentlich jemand, der hasst Stress, der hasst Streit. Wenn jemand streitet, ich habe keinen Bock mehr auf den. Wenn ich so einen Freund habe, der ist so vor Stress süchtig. Ich kündige direkt die Freundschaft und so, weißt du? Oder bei Freunden oder sonstiges. Ich hasse es zu diskutieren, ich hasse Stress, Streit. Ich bin halt in einer Umgebung ein bisschen aufgewachsen, ein bisschen so, ein bisschen mit Gewalt und so, weißt du? Deswegen bin ich ein bisschen Pazifist dagegen geworden. Ich mag das nicht so. Aber im Internet, Bruder, wenn du halt so einen Lörres-Lecker hast, Bruder, hast du irgendwie keine Wahl. Der macht dich so sauer, du drehst durch. Das ist so, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Es gibt so gewisse Sachen, zum Beispiel, wenn du Auto fährst und voll viele Leute, die voll ruhig sind beim Hupen, unnötigen Hupen, werden voll aggressiv zum Beispiel. Und bei mir ist das bei Technologie, so Internetwelt, weißt du? Wenn Leute so irgendwie voll die Jaros sind, machen wir das irgendwie sauer. Aber es gibt auch voll die Spastis hier, ne, sag ich ehrlich. Ich denke, damit liegt es auch zusammen, dass ich im Internet Leuten begegne, die ich im realen Leben vermutlich nicht begegne. Das ist wahrscheinlich damit im Zusammenhang. In meinem Umfeld gibt's das nicht. Aber ja, was soll ich sagen? Alles gut. Aber ich find's toll, dass wir nochmal so reden konnten über die Geschehnisse. Ein E-Auto. Alles cool, Mann. Hab mich auch gefreut. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ist der Server 2 Jahre lang immer gleich? Hieß er immer gleich?
Ja, die ganze Zeit. Ich war vorher noch nie drauf. Doch einmal halt die Aktion mit, wo der eine Supporter dich gebannt hatte. Kann das denn sein, dass ich nur ein einziges Mal drauf war? In 2-3 Jahren? Das ist doch krank, Alter. Das ist doch eigentlich voll, eigentlich ist das unwahrscheinlich. Ja, wir haben. Ich glaube, wir haben halt nicht so viel Werbung gemacht und so, ne? Wir hatten immer so die Stammspieler 20 bis 30, aber. Weißt du, woran es liegen könnte? Ich glaube, euer Name erinnert mich an irgendjemanden. Es gab mal einen Projektleiter, der hieß ein bisschen ähnlich und der hat mich damals auch irgendwie gebannt und hat irgendwie da rumgefanboyt auf dem Boden. Ich glaube, damit hat es zu tun. Ja, viele haben den gleichen Namen. Ich glaube, damit hat es zu tun. Dann gibt es noch Roleplay Test, dann gibt es noch Avola und. Avera gab es auch noch. Avera, genau. Alles cool, Bro. Das ist geklärt. Ich bin euch null böse. Ich bin sowieso gar keine nachtragende Person, wenn vor mir eine einsichtige Person ist. Aber wenn ich mir vor mir so eine Missgeburt habe, so, die so gar nicht so stur und gar nicht ein. Boah, da bin ich voll Ding, ja. Aber selbst von Galip, ich weiß nicht, ob du Galip kennst. Selbst den will ich nicht nachtragen. So. Ich finde ihn sogar sympathisch. Nee. Obwohl er damals mein IP geleakt hat und Leute Geld angeboten hat, damit sie zu mir nach Hause fahren. Oh, warte mal, ich hab was. Bekommen. Doch. Ja, das hieß, glaube ich, ja. Projektleiter bei dem Knast oder so. Und sowas. Ja, aber sowas ist auch ganz ehrlich so unnötig, ne? Ja, das ich habe das schon geballert, weil ich habe Aufnahme geleakt, wo der Privatleuten Router verkauft hat für 500 Euro. Hier, warte. Hier, das ist gar nicht. Warte. Was ist denn jetzt so der Preis dafür? Das ist die Frage des Tages. Das hat der gesagt, als derjenige die Route kaufen wollte, dann haben sich auf 500 Euro geeinigt. Der hat verarscht und hat das Video mir geschickt, die Aufnahmen. Da habe ich geleakt, dann ist gar nicht ausgerastet. Der wollte halt privat die Routen verkaufen, weißt du, nur so tun, als die anderen wissen das nicht, so undercover, weißt du? Mhm. Und dann haben die plötzlich die Routen, das ist ja voll offensichtlich, dass plötzlich irgendwelche Leute die Routen haben, so funktioniert das hinter den Kulissen aber, ne? Dass die undercover den Projektleiter Geld zahlen und dann die Route haben plötzlich. Ja, bei uns nicht, also was wirst du nicht sehen. Bruder, ich hab gesagt, dass er so hauptsächlich funktioniert. Tamam, wir haben verstanden, Bro, bei euch ist anders. okay, Bro, ich bin weg, ja? Wir sehen uns. Ja. Jo, schönen Abend noch. Haut rein. Tschüss. Junge, was war das denn für ein Tschüss, Mann, aus der Ecke? Scheiß doch, Bruder, lass uns nicht jetzt, lass uns. Jetzt hör einfach warm halten. Wir können auch da ab und zu so zocken, weißt du, der ist ja an sich ja gar nicht so. Boah, pfeife mal, weißt du, was ich meine? Also GTA-RP ist halt generell beschissen so. Ein Server halt immer durchgängig zu haben, wo man immer was machen kann, ist halt praktisch. Lass uns das beibehalten.